Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit der Frage, wer sind wir? Wer sind wir? Glückliche und gesunde Nachfolger Jesu. Menschen, die glücklich und gesund sein können, obwohl sie unter Krebs leiden, Kinder mit Epilepsie haben, unter ihrem Alter leiden und einen geliebten Menschen verloren haben. Gott kann uns ein tiefes Gefühl von Sinn und Freude geben, selbst wenn wir leiden und alles verloren haben. Auch wenn wir nicht wissen, was uns als nächstes bevorsteht, können wir einen tiefen, bleibenden Frieden spüren. Und das ist unser Wunsch für jeden, der Hour of Power sieht, und für jeden hier in der Kirche, dass wir Menschen sind, die so verwurzelt in der Gewissheit der Liebe und Freundschaft Jesu sind, dass wir ein sinnerfülltes, frohes, blühendes und fruchtbares Leben führen. Ganz egal, was passiert. Sind das nicht gute Nachrichten? Und Sie können das heute erleben. Wenn Sie erschöpft sind, sich große Sorgen machen oder am Zerbrechen sind, hat Gott Ihnen heute etwas zu sagen. Ich nahm mit 8 Jahren an einem Sommerferienprogramm teil. Jeden Freitag machten wir einen Ausflug. An diesem einen Freitag fuhren wir nach Malibu zum Strand. Meine Mutter gab mir meine Sachen und darunter auch ein Handtuch. Dieses Handtuch war ihr heilig. Das wusste ich bis dahin nicht, aber sie sagte es mir. Sie sagte, Junge, hier ist ein Handtuch für den Strand. Dieses Handtuch gehört zu einem Set von 4 gleichen Handtüchern. Also, egal was du machst, verliere ja nicht dieses Handtuch. Wenn du es verlierst, habe ich nur noch 3 Handtücher in meinem Set, klar? Ich sagte, Mom, alles klar. Ich werde dein Handtuch nicht verlieren. Wer mich etwas kennt, errät schon, was gleich kommt. Ich bin am Strand und alles ist toll. Ich lege mein Handtuch in den Sand. Ich bin 8 und will schön braun werden. Mit Sonnenbrille, meiner super kurzen Badehose. Und da bin ich am Strand. Wir spielen Volleyball, wir sammeln Muscheln. Wir gehen an den Kiosk und dann ganz plötzlich kommt auf einmal der Bus und wir steigen ein und fahren los. Ich plaudere mit meinen Freunden und genieße die Zeit. Wir sind auf dem Rückweg von Malibu nach Burbank und ganz plötzlich, auf halber Strecke, schneidet es mir kalt durchs Herz. Mir fällt ein, dass ich mein Handtuch liegen gelassen habe. 20 Meilen hinter uns. Und der Bus dreht sicher nicht um. Ich werde mir die Vorwürfe meiner Mutter anhören müssen, dass ich ihr Handtuchset für jetzt und immer da ruiniert habe. Ich mache mir echte Sorgen. Ich komme heim und sie fragt, wie war dein Tag? Ich sehe sie so an. Und ich weine nicht oft, aber diesmal schon. Ich bin froh, dass es so war, denn das hat mich gerettet. Ich sagte, ich habe dein Handtuch verloren. Und fing an zu weinen. Und was macht sie? Meine Mama. Jeder weiß, Mamas kommen nicht klar, wenn ihre Söhne weinen, stimmt's? Also nimmt sie mich in den Arm und meint, schon in Ordnung. Das ist okay, es war doch nur ein Handtuch. Gott weiß, wenn ich nicht geweint hätte, hätte sie das nicht gesagt. Aber so sagte sie, schon in Ordnung, das ist okay, das war doch nur ein Handtuch. Ich sagte, aber du hast gesagt, ich soll es nicht verlieren, es tut mir so leid. Und sie, das ist schon okay, es ist nur ein Handtuch, mach doch nichts. In diesem Augenblick dachte ich, ich würde mit Schlägen, einem Hausarrest oder sonst irgendetwas bestraft. Ich machte mich auf die Strafe gefasst. Aber was kam? Gnade. Eine Mutter, die versteht, dass man manchmal dumme Dinge tut. Sie hielt mich im Arm und sagte, es ist alles gut. Ich habe auf eine sehr greifbare Weise die Gnade und Liebe Gottes erlebt, die Gott uns entgegenbringt, wenn wir Fehler machen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil das nicht nur ein Bild dafür ist, wie Gott mit uns umgeht, sondern auch dafür, wie die Kirche mit Kindern umgehen sollte, die Fehler machen. Männern und Frauen mit Fehlern.
mit Menschen, deren Leben durcheinander und zerbrochen ist, die immer wieder dieselben Dinge tun. Die Kirche hat eine mütterliche Rolle. Sie ist wie eine Mutter, die hingeht und sagt, ich beschütze dich, ich bewahre dich, ich halte dich, bleib hier bei uns. Erlebe die Gnade, die Liebe, das Mitleid, die Vergebung und das Leben Gottes. Okay. Wir lesen gleich eine der kraftvollsten Bibelstellen für unsere Seele. Sie ist besonders kraftvoll für die, die sie in der Härte ihrer Situation hören. Zur Zeit Jesu war Israel von den Römern besetzt. Und Rom war sehr hart. Rom hatte Soldaten in der Burg Antonia stationiert, um den Tempel zu bewachen. Die römischen Soldaten beraubten die Juden. Rom rekrutierte, das ist echt unfair, jüdische Männer, die dann als Verräter angesehen wurden, und zwang sie, in jüdische Häuser zu gehen und von ihren Mitjuden Steuern zu kassieren. Ähnlich wie der Sheriff von Nottingham im Zeichentrickfilm Robin Hood, dort war er ein Wolf, oder? Diese Männer gingen herum und kassierten Steuern. Und die Bezahlung, die die Römer ihnen gaben, war, dass sie korrupt sein durften. Anders gesagt, sie durften als Zolleinnehmer so viel verlangen, wie sie wollten, und gaben das, was verlangt wurde, an Rom. So, Hannah, du schuldest Rom $10. Ich komme und kassiere aber von dir 12, 13 oder sogar $14. Ich zahle Rom die 10 und behalte den Rest. So haben sie Zolleinnehmer dazu angereizt, das jüdische Volk auszunehmen. Deshalb waren Zolleintreiber zur Zeit Jesu schlimmer angesehen als Diebe und Prostituierte. Ich weiß nicht, ob sich daran heute viel geändert hat, aber sicher. Sie lieben ihren Finanzbeamten. Wenn die Steuerprüfung kommt, wow, wenn mir das passiert, juble ich. Ich kann es kaum erwarten, meine Belege vorzulegen. Damals konnte es sein, dass ein römischer Soldat auf einen zukommt. Man ist auf der Straße von einer Stadt in die andere unterwegs. Man trägt eine schwere Tasche, die Ehefrau hat noch einen extra Mantel und ein paar Bücher eingepackt. Man hat seinen neuen Laptop dabei und die Tasche drückt schon schwer. Da kommt auf einmal ein Soldat und sagt, hey, ich bin müde, los, trag meine Tasche bis nach Kapernaum für mich. Und man muss gehorchen. Die Strenge dieses Staates war hart für die Leute in Israel. Sie wurden verspottet, belästigt und unterdrückt. Dann suchten sie an den religiösen Städten Trost. Und was fanden sie? Fanden sie Trost, Ruhe, Gebet und Bedeutung? Manchmal. Manchmal wirklich, aber meistens begegneten sie dieser neuen Gruppe rabbinischer Lehrer, den Pharisäern. Die Anhänger dieser Schule glaubten, dass Israel ins babylonische Exil geführt worden war, weil sie das Gesetz nicht genau genug befolgt hatten. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, so gesetzlich, religiös und einschüchternd wie nur irgend möglich zu sein. Man kommt also von einem strengen, staatlich geregelten Umfeld in ein strenges, religiös geregeltes Umfeld. Was ich damit sagen will, ist, diese Erlebnisse haben ihren Blick auf Gott verformt. Ein hartes römisches System und eine strenge, nennen wir es Kirche, prägte das Bild der Juden von Gott. Dieser Gott ist streng und straft. Und wenn du also erschöpft zu Gott kommst, Pech gehabt. Jetzt kommt das, was Jesus sagt. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Mensch zu dieser Zeit und kommen nach Kapernaum, um Jesus zu hören. Sie haben die Tasche des Soldaten getragen. Direkt danach hat ein Pharisäer gesagt, dass Sie nicht gut genug sind, weil Sie am Sabbat Saatgut gegessen haben oder auf den Boden gespuckt haben oder mit einem Samariter unterwegs waren. Jetzt fühlen Sie sich schuldig. Gott hasst Sie und ist zornig auf Sie. Und dann hören Sie diesen Rabbi, von dem jeder spricht,
und von dem manche sogar sagen, er könnte der Messias sein, der Auserwählte. Und hier sind die Worte, die er zu seinen Zuhörern spricht. In eine Welt hinein, die völlig beherrscht wird von den schlausten, stärksten und gebildetsten Menschen, sagt Jesus Folgendes. In Matthäus Kapitel 11, Vers 25 lesen wir, zu dieser Zeit sagte Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so gefällt es dir. Mir ist alles übertragen worden von meinem Vater. Keiner kennt den Sohn außer dem Vater, und keiner erkennt den Vater als der Sohn und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Das ist die beste Stelle. Jesus sagt, ich kenne Gott, er ist mein Papa, und ich sage euch, wie er wirklich ist. Und dann sagt er das hier, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind sehr starke Worte. Die erste Sache, die Jesus klar macht, ist, dass er Gott kennt. Tatsächlich sagen wir als Christen, dass Jesus uns offenbart, wie Gott ist. Jesus offenbart uns, wie Gott ist. Die harte römische Besatzungsmacht und die strenge Synagoge sagen den Menschen, dass Gott streng ist, Gott ist bitter. Aber Jesus sagt, nein, sie kennen Gott nicht. Wisst ihr warum? Weil Gott sich Menschen wie denen nicht offenbart. Wem offenbart Gott sich? Kleinen Kindern, denen, die im Herzen jung geblieben sind. Den Demütigen, den Hungrigen, den geistlich Bankrotten. Denen, die nicht alles wissen, denen, deren Becher leer ist. Das sind die, denen sich Gott offenbart. Er sagt, ich weiß das, weil wir eine besondere Vater-Sohn-Beziehung haben. Sie mögen wissen, wer mein Vater ist, aber Sie kennen meinen Vater nicht so, wie ich ihn kenne. Nein, wirklich, im Ernst. Sie wissen vielleicht, wer Robert Anthony Schuller ist, aber Sie kennen ihn nicht so, wie ich. Wir haben eine besondere Vater-Sohn-Beziehung. Und wenn Sie diesen Mann wirklich kennenlernen wollen, reden Sie mit mir. Ich kann Ihnen erzählen, wer er wirklich ist. Und genau das sagt Jesus hier. Man hat euch erzählt, Gott ist so und so. Und ihr habt geglaubt, dass durch diese Unterdrückung, den religiösen Missbrauch, diesen Zorn, das Richten und die Bitterkeit, die ihr gefühlt habt, die Erschöpfung und das Gefühl, zusammenzubrechen, Gott es ist, der euch zerbricht. Er sagt, nein. So ist es nicht. Wir haben eine spezielle Vater-Sohn-Beziehung. Und Gott ist überhaupt nicht so. Dann sagt er, wisst ihr was? Kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe. Ich heile euch und nähre eure Seele. Das Wort, das Jesus hier gebraucht, heißt Joch. Er sagt, sein Joch sei leicht. Zur Zeit Jesu, ebenso wie heute, ist ein Joch etwas, womit man Ochsen zusammenbindet. Eine Art Holzbalken, der über zwei Ochsen gelegt wird. So sieht das aus. Dieses Joch bewirkt, dass die Ochsen beim Pflügen auf dem Feld in dieselbe Richtung gehen. Und das ist ein Bild für die Verbindung mit einem bestimmten Rabbi, Pastor oder Prediger. Ein Joch stand zur Zeit Jesu auch für eine bestimmte Auslegung der Bibel, die ein bestimmter Rabbi lehrte. Und es gab zu Zeiten Jesu auch verschiedene Jochs, so wie heute auch. Wir nennen das Konfessionen, richtig? Da gibt es Presbyterianer, Methodisten, Katholiken und so weiter. Alle lesen dieselbe Bibel, aber legen sie unterschiedlich aus, nicht wahr? Dasselbe gab es zur Zeit Jesu und wurde Joch genannt. Ein Joch stand für die Art, wie ein Rabbi die Bibel auslegte. Es wurde deshalb Joch genannt, weil es nicht nur ums Studieren ging, sondern weil man sich tatsächlich an einen Lehrer gebunden hat und in dieselbe Richtung ging, in die er ging. Das Joch ist auch deshalb wichtig, weil die Rabbis damals überhaupt nicht so wie Jesus waren.
Es gab ein ganzes Bildungssystem, wo man das Alte Testament auswendig lernen musste. Das hieß damals natürlich noch nicht das Alte Testament. Man musste die Bibel auswendig lernen. Und wenn man wirklich gut war, der Beste der besten Harvard-Absolventen, dann konnte man einen berühmten Rabbi irgendwo weit entfernt auf dem Berg besuchen. Dieser Rabbi testete einen dann über einige Tage. Dann sagte man: Rabbi, ich will dir folgen. Und dann kam der Test. Er stellte Fragen und brachte die Schüler ins Schwitzen. Die Rabbis genossen es, Schüler abzulehnen. Das schien ihnen großes Vergnügen zu bereiten. Und die Art, wie sie einen ablehnten nach Tagen der Prüfung, war zermürbend. Sie sagten einfach: Geh an dein Werk. Das bedeutete: Tu, was dein Vater auch tut. Werde Fischer, in Ordnung? Werde Steuereintreiber wie dein Vater. Geh mir aus den Augen, du bist nicht gut genug. Netter Versuch, aber du bist nicht gut genug, um mir zu folgen. Aber bei einem Promille, einer von tausend, also nur eine Handvoll Schüler, sagte der Rabbi: Der hier ist besonders. Dieser eine ist der Beste der Besten. Der Harvard-Student der religiösen Schüler. Ich will, dass dieser Junge mit mir verbunden ist. Er ist gut genug, um so zu werden wie ich. Dann fiel dieser liturgische Satz, eine sehr tiefgehende Aussage. Er sagte: Komm, folge mir nach. Wie unterscheidet sich Jesus davon? Jesus ist ein berühmter Lehrer. Er sitzt aber nicht irgendwo auf einem Gipfel und verlangt, dass die Leute zu ihm kommen. Er prüft sie nicht. Jesus geht zu einem Matthäus, der Zöllner ist, dem Mann, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Er wendet sich an diesen Mann, der verhasst und verachtet ist, einen Mann, dessen Ruf schlimmer als der einer Prostituierten oder eines Samariters ist, schlimmer als jeder Sünder. Und diesem Zöllner Matthäus sagt Jesus: Du bist gut genug. Komm und folge mir nach. Weil Gott diese Dinge nicht den Weisen und Verständigen offenbart. Er offenbart sie denen, die wie kleine Kinder sind. Er geht zu Petrus, einem Fischer. Er wendet sich an das normale Volk und sagt: Du kannst mir folgen. Und er ehrt sie mit dieser Einladung. Und was gibt er ihnen? Sein Joch. Sein Joch, seine Auslegung der Schrift, seine Sicht von Gott. Und was sagt er über sein Joch? Es ist sanft und leicht. Jesus beschreibt sein Joch hier mit dem Wort Christos. Das bedeutet passgenau. Wenn ein Joch harte Kanten hat, kann das reiben und ins Genick des Ochsen stoßen. Wenn es zu leicht ist, kann es herunterfallen. Vielleicht haben Sie schon von der folgenden Legende gehört. Ich hoffe, sie ist wahr. Bevor Jesus Rabbi wurde, arbeitete er als Zimmermann im Geschäft seines Stiefvaters. Er soll dafür bekannt gewesen sein, die besten Jochs in Galiläa zu fertigen, und die Leute kamen zu ihm, um tatsächlich ein Joch zu kaufen. Ist das nicht interessant? Sie haben am besten gepasst. Wie auch immer. Das Wichtigste, was man über dieses Joch wissen muss, ist: Wenn Sie ein Joch tragen, trägt Jesus es mit Ihnen. Sie tragen ein Joch nie alleine. Es liegt nicht allein auf Ihren Schultern. Tatsächlich läuft es so, dass unter einem Joch ein großer Ochse und ein kleinerer Ochse gehen, und der große Ochse macht die meiste Arbeit. Wenn Sie unter das Joch mit Jesus gehen, werden Sie sein Jünger. Es ist passgenau, und er trägt es mit Ihnen. Er trägt es mit Ihnen. Das ist wichtig. Denn die meisten Religionen dieser Welt geben einem irgendeine Lehre. Sie geben einem Regeln und Richtlinien. Sie sagen: So musst du dein Leben führen, halte dich daran. Jesus macht das auch, aber noch dazu gibt er sich selbst. Jesus gibt sich selbst hin. Er trägt das halbe Joch. Ich will das noch näher erklären. Ich war vor einigen Jahren in Israel, in Jerusalem. Es war mein zweiter oder dritter Besuch dort. Ich besuchte meinen Lieblingsplatz in Jerusalem, die Grabeskirche. Eine wunderschöne, 1400 Jahre alte Kirche. Herrlich. Ich laufe durch die Altstadt von Jerusalem und versuche, diese Kirche zu finden. Ich gehe auf diesen alten Steinen und es sieht alles aus wie die römische Originalarchitektur. Das sind die Steine, auf denen Jesus gegangen ist. Ich suche weiter nach der Grabeskirche und gehe auf einen Mann zu und frage: Entschuldigen Sie, ich glaube, ich war im arabischen Viertel. Ich suche nach der Grabeskirche. Wissen Sie, wo sie ist? Er darauf: Ja, die Grabeskirche. Gehen Sie geradeaus und dann links und die zweite links und dann rechts. Dann kommt ein Brunnen und da ist das Tor. Ich sagte: Okay.
Er hat mir eine Wegbeschreibung gegeben. Ich gehe die zweite links oder die zweite rechts? Er sagt, ja, genau. Also die zweite links. Ja, die zweite links. Und dann? Wieder links. Sie haben doch rechts gesagt. Ja, genau, das ist richtig. Also links und dann rechts. Er hat mir den Weg beschrieben und ich habe versucht, mich daran zu halten, aber ich habe mich total verlaufen. Schließlich habe ich mich an jemand anderen gewandt. Wahrscheinlich ein Moslem, der da saß. Er saß da und rauchte seine Shisha wie alle anderen auch. Er hatte einen Turban auf. Er raucht und es qualmt. Ich sage, entschuldigen Sie, ich suche die Grabeskirche. Wissen Sie, wo die ist? Er sieht mich an und pafft weiter wie die Raupe in Alice im Wunderland und sieht mich einfach weiter an. Ich frage wieder, die Grabeskirche, wissen Sie, wo die ist? Er stellt seine Shisha ab, steht auf und geht einfach so davon. Dann dreht er sich zu mir um und winkt mir zu. Also folge ich ihm. Ich laufe ihm nach. Ich gehe einfach hinter ihm her. Er sagt kein Wort. Wir gehen nach links durch eine Gasse, dann weiter. Ich frage mich, wo wir wohl hingehen. Dann wieder links durch eine Tür und ich denke, okay, in Jerusalem sind die Eingänge sehr klein. Wir gehen weiter und ich frage mich wieder, wo wir jetzt wohl hingehen. Hoffentlich raubt er mich nicht aus. Ich weiß nicht mal, ob er verstanden hat, was ich gesagt habe. Wir laufen einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Wir gehen einige Stufen hinunter, biegen links ab, rechts. Dann stehen wir plötzlich vor dem Brunnen und gehen durch das kleine Tor und dort ist die Grabeskirche. Und was macht der Mann dann als nächstes? Und das ist der Unterschied. Der erste Mann hat mir eine Wegbeschreibung gegeben, richtig? Eine Wegbeschreibung, das musst du machen. Die zweite links, die erste rechts, am Brunnen vorbei, durch das kleine Tor und du bist bei der Grabeskirche. Was hat der andere gemacht? Der erste gab mir nur Anweisungen. Der zweite hat sich selbst gegeben. Und genau das tut Jesus. Der erste hat mir Anweisungen gegeben, der zweite ging mit mir. Er ging mit mir jeden einzelnen Schritt der Wegbeschreibung, sodass ich keinen Schritt verfehlen konnte. Und wissen Sie, was das Eigenartige beim ersten ist? Ich hätte genau gewusst, was als nächstes kommt, wenn ich der Beschreibung gefolgt wäre, richtig? Beim zweiten wusste ich nicht, was kommt, ob er mich ausraubt. Ich musste diesem komischen, shisha-rauchenden Araber einfach vertrauen, dass er mich zur Grabeskirche führt. Und das hat er, indem er sich selbst verschenkt hat und ohne Worte vorausgegangen ist. So ist auch Jesus als unser Rabbi. Er verschenkt sich an uns. Er sagt, komm mit mir, wenn du erschöpft bist. Komm zu mir, wenn du beladen bist. Komm unter ein Joch mit mir und ich gebe dir Ruhe. Jesus ist anders als alle anderen Religionen und Weltanschauungen, weil er uns nicht einfach irgendeinen Text oder Anweisungen hinterlässt, sondern weil er sich selbst gibt und sagt, sei mein Freund und lebe mit mir. Okay, warum rede ich so viel über Jesus in einem Vers, wo es um die Kirche geht? Diese Frage sollten Sie beantworten können. Hier kommt die Antwort. Wenn Jesus offenbart, wie Gott ist, dann offenbart die Kirche, wie Jesus ist. Wenn Jesus uns offenbart, wie Gott ist, dann offenbart die Kirche der Welt, wie Jesus ist. Die erste Begegnung, die Menschen mit Jesus haben, geschieht durch die Kirche. Der Plan, wie Jesus sich offenbaren will, ist nicht, dass er durch die Wolken winkt und sagt, hey Leute, ich bin's, Jesus, hier habt ihr eine Bibel. Wir sehen uns dann beim Weltuntergang, okay? Ciao. Richtig? Nein, Jesus sagt, ich habe euch, meine Kirche, auserwählt, um mich zu offenbaren. Ihr seid meine Botschafter. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, klar? Wir müssen deshalb nicht alles richtig machen, aber es heißt, dass wir Menschen sind, durch die andere zu Jesus finden. Und damit meine ich nicht durch einen Gottesdienst, sondern dadurch, wie wir im Alltag unser Leben führen. Das heißt, unser Leben soll die Gnade, die Liebe und die Lebendigkeit Jesu spiegeln. Wir sollten Menschen sein, von denen Heilung ausgeht, die Zugehörigkeit vermitteln und nicht auf irgendeinem Berg sitzen und erwarten, dass die Menschen zu ihnen kommen. Wir sollten Menschen sein, die nicht sagen, wir wollen nur die allerbesten, klügsten und schlausten Leute, die mit der besten Ausbildung und dem meisten Geld und Macht. Wir sollten Menschen wie Jesus sein, Menschen, die auf alle zugehen, die verletzt sind und leiden und ihnen sagen, wenn du Jesus nicht kennst, komm zu mir. Wenn du erschöpft und beladen bist, wenn du zerbrochen bist, komm zu uns, der Kirche, und wir geben dir Ruhe für deine geschundene Seele. Komm zu uns, wir beschützen dich wie eine Mutter.
Und genau das ist die Aufgabe der Kirche. Die Kirche ist unsere Mutter. Und die wahre Kirche sagt, kommt zu uns. Wissen Sie, was der Hauptgrund ist, warum Menschen die Kirche verlassen? Was schätzen Sie? Der erste Grund ist moralische Verfehlung. Ganz oft tut jemand in der Kirche etwas, das er für eine moralische Verfehlung hält. Eine Scheidung zum Beispiel. Oder sie fangen wieder an zu trinken, verlieren ihren Glauben oder zweifeln irgendwie. Sie sind nicht sicher, ob dieser Gott real ist. Auf irgendeine Weise fallen sie, wie wir sagen, vom rechten Glauben ab. Und wenn sie dieses Gefühl zu sündigen, verloren zu sein, ein Haufen Müll zu sein, dann verlassen diese Menschen die Kirche. Aber genau dann sollten sie in die Kirche kommen. Und die Kirche ist nicht wirklich hilfreich, diese Leute zu unterstützen. Was passiert, wenn jemand in der Gemeinde sündigt und Fehler macht? Was sagen die Leute dann? Oh, er ist so ein Heuchler. Versucht immer, wer weiß, wie heilig zu tun, und dann betrinkt er sich am Freitagabend, geht auf Partys, flucht, und danach geht er wieder in die Kirche. Was für ein Heuchler. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was man über jemanden denken und sagen kann. Würden Sie einen Kranken dafür kritisieren, dass er in ein Krankenhaus geht? Würden Sie jemanden beschuldigen, weil er keine Ahnung von Geschichte hat und deshalb einen Geschichtskurs besucht? Warum kritisieren Sie dann Sünder, die in die Kirche gehen? Sie sind ein Sünder. Es gibt zwei Arten von Menschen. Sünder, die glauben, sie wären gerecht, und Gerechte, die glauben, sie sind Sünder. Stimmt's? Wieso verurteilen wir Menschen nur, weil sie anders sündigen als wir? Okay, die Kirche sollte ein Krankenhaus sein, eine Schule und ein Zuhause. Die Kirche ist nicht so wie die Pharisäer. Wir sagen nicht, du musst perfekt sein, du musst erst alles richtig machen, bevor du kommen darfst. Die Kirche ist eine Gruppe von Durstigen, die auf der Suche nach Wasser sind. Die Kirche ist eine Gruppe Hungriger, die an den Tisch des Herrn kommen. Amen. Das ist die Vision. Nicht nur für diese Gemeinde hier, sondern für jede Kirche. Wenn Sie uns jetzt im Fernsehen zusehen, so sollte Ihre Gemeinde sein. Ein Ort, der sich als Krankenhaus versteht, als Schule und ein Zuhause, wo Sie dazugehören. Die Kirche sollte der Welt sagen, kommt zu uns, die ihr mühselig und beladen seid, wir geben euch Ruhe. Wenn ihr geistlich krank seid, wenn ihr geistlich bankrott seid, wenn ihr geistlich ungebildet seid und geistlich heimatlos, kommt zu uns. Ihr seid hier willkommen, wir lieben euch, lernt mit uns, wachst mit uns. Die Kirche offenbart, wie Jesus ist, während Jesus offenbart, wie Gott ist. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir. In der Zeit, als wir noch Sünder waren, verloren, zerbrochen und voller Zweifel, manche sind es immer noch, hast du uns eingeladen, in dein Leben, in deine Realität zu kommen. Herr, bitte vergib uns. Wir als Gemeinde kehren um, wo wir Grenzen gezogen haben und anderen gesagt haben, ich bin auf dieser Seite und du auf der anderen. Herr, wir sagen Nein dazu. Hilf uns, wie die Mutter zu sein, die ihr Kind umarmt, wie ein Krankenhaus, wie ein Zuhause, in das die verschollenen Familienmitglieder zurückkehren können. Wie eine Schule, in der hungrige Schüler lernen. Hilf uns, so zu werden. Verwandle uns in das Ebenbild Christi und hilf uns, der Welt zu sagen, kommt zu uns, wenn ihr erschöpft und beladen und zerbrochen seid. Wir geben euch Ruhe, weil Jesus bei uns ist und Jesus auch bei dir ist. Er hat dich nie verlassen. Herr, wir lieben dich. Vergib uns, erneuere uns, regeneriere uns und erfrische uns in Jesu Namen. Amen.